Ich habe jetzt da mein rechtwinkliges Dreieck und kann da die Höhe einzeichnen. Und zwar die Höhe auf C. Ich mache das also so, dann sehe ich es besser. Die geht also normal auf die Seite C durch den Eckpunkt C. Und schon habe ich da die Höhe. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann schneidet die Höhe die Seite C in zwei Abschnitte. Und die beiden Abschnitte haben wir einmal von A bis zum Schnittpunkt mit der Höhe. Den nenne ich jetzt ganz einfach P. Und vom Schnittpunkt mit der Höhe bis zur Seite B, das nenne ich jetzt ganz einfach Q. Ja, das war's. Noch nicht ganz. Weil die Rechnerei da, gell? Die schaut jetzt folgendermaßen aus. Tja, ich zeichne mir da ein Quadrat mit der Seitenlänge der Höhe. Damit man es besser sieht, mache ich das jetzt in einer anderen Farbe. Und jetzt weiß sofort jeder, die Fläche von diesem Quadrat ist wie groß? Seite mal Seite. Und nachdem das h ist, hat das eine Fläche von h Quadrat. Und wenn ich mir das da unten hin verlängere, dann kann ich mir da auch richtig zeichnen. Das hat einerseits die Seitenlänge Q und andererseits die Seitenlänge P. Also da ist die Fläche P mal Q. Das Ding nennt sich Höhensatz. Also h² ist p mal q.